Schauen wir mal, was wir jetzt hier in der Gasse noch abgreifen können. Ja, da hoch sicherlich. Jetzt werden Alchemisten ja hier noch etwas. Ist ja laut hier. Was ist das für ein Geräusch? Bitte? Der Krach! Was hat es damit auf sich? Ich verstehe dich nicht. Es ist zu laut. Warte, ich sorge dafür, dass der Krach aufhört. Was machst du da? Ich lasse Körner knallen. Es ist für die Streifen bestimmt. Wir brauchen eine ganz neue kulinarische Spezialität, mit der die Leute ihren Gaumen beglücken können, während sie die bewegten Bilder betrachten. Knallkörner? Toller Name, nicht wahr? Hab ihn mir selbst einfallen lassen. Das überrascht mich kaum. Verursacht es immer so schreckliche Geräusche? Das grenzt an strafbare Ruhestörung. Braucht man dafür keine spezielle Genehmigung? Nun, ich habe gefragt, ob man eine Erlaubnis benötigt, um Körner zu knallen. Daraufhin bekam ich das hier. Hiermit wird dir erlaubt, Straßenmädchen zur Unzucht aufzufordern. Ist das besser als Knallkörner mit Butter? Du gehst nur selten aus, wie? Hast du jemals daran gedacht? Woran? Nun, an die Möglichkeit, dich wieder mit traditioneller Alchemistenarbeit zu befassen. Ich meine zum Beispiel das Bemühen, gewöhnliches Metall in Gold zu verwandeln und so. Nein, das hat keine Zukunft. Ich verwandle ein gewöhnliches Metall in ein anderes, dann in noch ein anderes und schließlich in Gold. 10 Minuten später wird daraus wieder das erste gewöhnliche Metall. Rückkehr zum Gewöhnlichen, wie? Darauf läuft's hinaus. Ja. Du solltest dir überlegen, wie du die Kosten senken kannst. Dieses Zeug ist zu teuer. Ich habe die Körner beim Lebensmittelhändler gekauft. Er gab mir einen Sonderrabatt. Warum gehst du nicht zum Mietstall? Dort bezahlst du nur ein Drittel des Preises. Hey, das ist eine gute Idee. Wenn du dich um den Laden kümmern würdest, ich bin gleich wieder da. Ja, und weg ist er. Ich glaube, jetzt kann ich hier... Scheint ein kleines Heim für ein sehr kleines Geschöpf zu sein. Mitnehmen die Kamera. Oh, ich habe ja kaum noch Platz hier in der Bude. Da muss ich erstmal ein bisschen größer ziehen, glaube ich. So. Jetzt nimmt es ja auch schon fast den ganzen Bildschirm ein. Ich glaube, ich habe selten ein Spiel erlebt, wo man so viel Inventar mitnehmen muss. Also im Inventar hat, wie hier. Aber pro Inventar. Normalerweise kommt hier eine kleine Animation. Dort oben ist nämlich wieder eine Leiter. Bei der Trainingsstrecke für die Assassinen. Diese Leiter ist, wie ihr vielleicht gerade gesehen habt, schon etwas, also noch überhaupt etwas befestigt. Mit etwas. Also einem Band, glaube ich. Und man kann sie nicht einfach so runterstoßen wie damals. Das hat man sich hier offensichtlich gemerkt. Man muss dieses Band hier durchschneiden. Das funktioniert nicht. Seht ihr? Das Messer eignet sich perfekt dafür. Und ich habe wieder eine Leiter. Irre, oder? Und jetzt gehe ich wieder mit dieser tollen Showeinlage hier nach unten. Autsch! Ich hoffe, es kommt die Assassinen-Animation. Ja. Hat jemand die Nummer des Eselkarrens notiert? Von der Assassinengilde nehme ich an. Oh,
auch interessant, dass man sich hier eine neue Leiter besorgen muss. Man hätte die alte ja eigentlich auch irgendwie, aber das geht wahrscheinlich nicht. In der kaputten Trommel gucken wir mal, ob es da was Neues gibt. Da kommen wir einfach noch einfach so rein. Gott sei Dank, meine ich. Ich meine, das ist ja jetzt, wir haben ja hier viel Unruhe gestiftet. Und wir haben hier offensichtlich ein neues Getränk, oder? Klatschianischer Kaktussaft. Bäh, etwas schwimmt darin. Das funktioniert nicht. Das brauchen wir bestimmt. Kommen auch Helden hierher? Ich hasse die Burschen. Lassen hier dauernd die Muskeln spielen, schreiten umher, werfen sich in Positur. Und wer holt sie da wieder raus? Aus der Positur, meine ich. Keine Ahnung. Vielleicht bleiben sie für immer darin gefangen. Krieg ich nichts zu trinken? Das funktioniert nicht. Ja, sprech ihn einfach nochmal an. Wirt, was zu trinken? Jawohl. Klatschianischer Kaktussaft. Bäh. Warte, Herr, ich sehe nach. Er macht sich ja spannend, ja. Nun? Wollte nur ein wenig die Spannung erhöhen. Sehr einfallsreich. Aha. Hopp. Ein betrunkener Wurm. Warte, lass mich raten. Ha! Irgendwie, naja. Ich weiß noch nicht, wofür wir das gleich alles brauchen, aber okay. Wir haben also wieder einen Wurm mit einem Bindfaden. Ja, gut. Gehen wir mal weiter. Das ist irre. Wenn man da so dran kommt immer an die Sachen. Erst war es ja die Tomate früher noch. Jetzt auf diesem Wege. Sehr interessant. Palast, wo wir gerade da sind. Kommen wir einfach so rein, oder was meint ihr? Müssen wir jetzt hier nochmal irgendeine Frau beleidigen? Ja, es sieht irgendwie so aus. Nur wie kommt man jetzt da rein? Hau ab! Wenn du hier aufkreuzt, gibt's immer Probleme. Wer? Ich? Warte mal, es gab doch hier... Oh, hier. Was macht er jetzt da? Ah! Okay, ja, das ist nicht sehr viel. Es gab doch hier das mit den Blutegeln, oder? Das war doch... Eine Tüte mit Blutegeln. Es hieß doch, dass man damit abnehmen kann. Das muss doch ein Zeichen sein, das oder? Das funktioniert nicht. Oh, doch nicht. Schade. Das funktioniert nicht. Das ist ja ärgerlich. Dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht weiter. Eine Tüte mit Blutegel. Ah, doppelt anklicken. Ich probiere es nochmal so mit dem Blutegel an. Das funktioniert nicht. Das geht auch nicht. Ich habe mich nur gefragt. Ah. Worum geht's diesmal? Hör nicht hin. Nun, ich wollte nur wissen, ob du jetzt den Rest für die Saugbehandlung bezahlst. Für welche Saugbehandlung? Ich meine unser neues System für die Fettbeseitigung. Dein Freund hier hat eine Vorauszahlung geleistet für die Behandlung deiner Frau. Jetzt muss der Saldo beglichen werden. Du mieser Kleiner! Hör nicht auf ihn! Es ist alles gelogen, so wie vorher! Ja, du hast recht. Danke, Kumpel. Nichts für ungut. Keine Sorge. Wir sind Freunde, wie vorher. Gut. Soll die Saugbehandlung nun stattfinden oder nicht? Oh ja, ja natürlich. Ganz offensichtlich habe ich es mit unterlegenen Intellekten zu tun, was in meinem Fall recht schwierig ist. Ach so, ja. Ach Gott, was ist denn hier los? Die Tiere werden auch immer älter. Was hältst du von der neuen Steuer? Erscheint mir nicht ganz fair. Wie soll ich auf der sozialen Leiter nach oben kommen, wenn ich sie im Nacken habe? Ja. Außerdem ergeben sich gewisse Probleme, wenn man keinen Kopf mehr hat. Ist alles in Ordnung mit dir? Ja, danke, Mutter. Pfannkuchendiebe stecken dahinter! Ich meine Verbrecher, die sich auf den Inhalt von Bratpfannen spezialisiert haben. Nun, ich möchte nicht länger stören. Es ist kriminell, jawohl, kriminell. Wie du meinst. Ich gehe jetzt dort drüben hin, wenn du nichts dagegen hast. Das sind ja unsere altbekannte Leute. Was ist jetzt hier los?
funktioniert nicht. Auch Apparat. Oh, ich verstehe. Eine Art drakonische Visitenkarte. Mit einem Stern? Scheint Hoffnung zu haben. Ah, das gute alte Bad. Es läuft also noch. Hier ist eine Bürste. Eine aus echten Schweineborsten bestehende Bürste, mit der man sich den Rücken kratzen kann. Mm. Das funktioniert. Ups. Eine aus echten Schweineborsten bestehende Bürste, mit der man sich den Rücken kratzen kann. Ja, das erinnert mich an meine Schulzeit. Ja, schön. Was soll ich denn damit sauber machen? Den Topf, okay, ist der Topf leer und die Bürste ist... Eine aus echten Schweinen... Ja, mit Seife beschmiert. Das wird man wahrscheinlich später noch irgendwo brauchen. Lachi ist auch weg. Extra schaumig. Ich denke, das war's hier auch, oder? Noch weiter nach rechts gehen, sehe ich gerade. Kerker. Nun, ich weiß nicht, ob wir uns dort unten umsehen sollten. Ach, irre. Da waren wir noch gar nicht drin, Leute. Das sind wohl die Spezialisten für Informationsgewinnung, die hier ganze Arbeit leisten. Heutzutage ist es ja so schwer, eine gute Kratzbürste für den Rücken zu finden. Hey ho! Bei Offler, was machst du hier? Mische mich und das gemeine Volk. Soll ich dich freilassen? Oh nein, das System mit den Quoten und Anteilen funktioniert nicht mehr. Deshalb probieren wir jetzt was Neues aus. Wir verbringen präventive Zeit im Gefängnis. Weißt du, die durchschnittliche Strafe für einen Dieb sind 2 Jahre Knast. Aber nur ein Dieb von 10 wird gefasst. Deshalb verbringen wir alle 2,4 Monate hinter Gittern. Auf diese Weise begleicht jeder seine gesellschaftliche Schuld. Alles sehr logisch, nicht wahr? Die Idee stammt vom Patrizier. Ja, das überrascht mich kaum. Nun, was ist mit dem Wetter? Ja, man kann das Wetter nur als ungewöhnlich bezeichnen. Offenbar zog ein Hochtiefdrucksystem links übers Flusstal hinweg. Und hinzu kam eine gegendrehwärtige Feuchtigkeitsschicht, die ihre Entstehung Faulgasen in Baumwurzeln verdankt. Ja, genau. Okay. Oh, ui. Hey, diese Kamera weist sogar eine kleine Veranda und eine Staffelei für den Kobold auf. Leer. Ach ja, richtig, stimmt. Die Kamera ist leer, das heißt, wir brauchen ja einen Kobold, ne? Wen haben wir denn hier in dieser Zelle? Sie haben behauptet, ich hätte alles Gold im Königreich gestohlen. Wie bitte? Das ganze Gold im Königreich. Man gab's mir. Jawohl. Und das soll ich glauben? Na gut. Augen. Loch. Augen. Sieht wie ein Mauseloch aus. Tut mir leid, dich zu stören. In Ordnung. Ach. Ist das der Kobold? Ja, wie haben wir denn damals den Kobold gefangen? Das war doch hier mit dem Wurm, ne? Es kommt mir irgendwie alles bekannt vor. Es wiederholt sich. Ach, das ist nur eine Maus. Oder eine Ratte. Diese Ratte hat einen Reißverschluss am Rücken. Na, Doppelklick? Ein Kobold! Wahnsinn! Was für ein Trick! Dieser Schlingel! Geht's hier noch weiter? Da ist er doch! Ha, der Narr! Hallo, ist alles in Ordnung? Hier, sieh nur, was man mir an den Jackenaufschlag geheftet hat! Oh, lachi, lachi, lachi. Oh, lachi, lachi, lachi.
Man freut sich immer, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Wer ist denn er hier? Ah, ein Informationsgewinnungsspezialist. Nun, ich schätze, irgendwie muss man sich den Lebensunterhalt verdienen, nicht wahr? Ah, ja, hallo. Du bist also ein Folterer. Bitte, Herr. Wir Profis vom Fach ziehen den Begriff Informationsgewinnungsspezialist vor. Es ist eine moderne Bezeichnung für einen sehr alten und würdevollen Beruf. Es kann nie schaden, stolz auf eine neue Arbeit zu sein, Herr. Du bist also neu im Job? Nun, es handelt sich um eine Art Beförderung. Ich habe als Steuereintreiber begonnen, also in der gleichen Abteilung. Tatsächlich? Ja, Herr. Hey, kennen wir uns? Nein. Du bist einer von ihnen? Nein, bin ich nicht. Was? Ich gehöre nicht zu ihnen. Ich habe dich nie gesehen, auch wenn sie dich zum Vieh gesperrt haben. Vielleicht hat jemand mit Tomaten nach dir geworfen, aber ich war's nicht. Oh, gut. Andernfalls wäre ich jetzt ziemlich sauer auf dich. Wie dem auch sei, kann ich dir irgendwie behilflich sein, Herr? Ein bisschen Folter auf Kredit? Ich könnte dir zum Beispiel die Ohrläppchen abschneiden. Nein, danke. Ich mache nur einen Schaufensterbummel. Interessant, ja. Oh, Lachi, Lachi, Lachi! Lachi, 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 Streckbank. Das funktioniert nicht. Das funktioniert doch. Ich glaube, wir haben ja eine Kurbel hier. Und, Reicht's jetzt? Nein, noch lange nicht. Hehehe, ho. Ich glaube, wir müssen sie auch bei Lachi benutzen. Aber mal schauen, was hier passiert. Reicht's jetzt? Nein, noch lange nicht. Hehehe. Ah, immer das Gleiche, okay. Dann mal dort. Oh oh. Das sieht aus, als wäre ich in einer Endlosschleife gefangen. Ich kann nichts mehr machen. Die Maus ist weg und er sollte eigentlich die Aktion hier ausführen. Spitze! Jetzt bin ich vorsorglich schon mal hier rüber gegangen. Damit ich das hier nochmal gemacht habe. Nimm jetzt die Kurbel und benutze sie hier bei Lachi mit der Streckbank. Wer hätte das gedacht? Oh, ich schmelze! Ah, ich schmelze! Und auch dein kleiner Hund! Seht ihr, da ist das Schwert, was wir brauchen. Ah, ein Schwert, das Boing macht. Das Schwert ist nicht richtig gestimmt. Du solltest dich damit an einen Zwerg wenden, Kumpel. Zwerge wissen, wie man Schwerter stimmt. Auch das noch. Wir brauchen ja, um ein Held zu sein, ein Schwert. Aber jetzt reicht's noch nicht mal. Wir müssen nämlich noch das Schwert erstmal stimmen. Also es ist hier ein Rätsel. Rätsel über Rätsel. Es ist Wahnsinn. Es geht richtig gut ab hier. Ja, nur wo konnte man das Schwert nochmal stimmen lassen? Bei einem Zwerg. Okay, aber wo war denn der Zwerg? Wo sind die Zwerge? Ach so. Ich habe mich jetzt in der Eile dazu hinreißen lassen, hier einfach... Oh, ein Anruf, schön, jetzt. Wir sind doch gar nicht fertig hier unten, glaube ich. Ihn, glaube ich, können wir drehen, bis wir umfallen, aber hier hat er noch ein Skelett. Offenbar gibt es hier unten nicht viel Unterhaltung. Gelegen. Ah. Jetzt wird's interessant. Oh, Entschuldigung. Da. Ich wusste, hier war noch was. Das hätte auch schief gehen können.
Es gibt übrigens etwas, was auch nicht so leicht im Spiel erkennbar ist. Jedenfalls für mich war es das nicht. Die Frage nämlich danach, ob sich jemand die Nummer des Eselkarrens notiert hat. Ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, einmal dorthin zu gehen, wo ein Eselkarren ist. Oh, ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Der Mauszeiger, der Weg nach draußen. Ich habe ihn angeklickt. Ja, komm, klick. Schön. Es hat geklappt. Hier war doch irgendwo, wo war das denn noch? Da, der Stall. Hier haben wir nämlich eine Stoßstange. Wer wiehert, mag Drachen. Lady Käsedicks Sonnenscheinheim für einsame Drachen. Na, das kennen wir doch von Sam & Max her. Wir haben einen neuen Ort dazu bekommen. Ich kann's nicht lesen, weil zu viel Schlamm dran klebt. Ich hoffe jedenfalls, dass es Schlamm ist. Vielleicht ist es auch, naja. Und dafür brauchen wir nämlich jetzt die Bürste. Haha, die Bürste. Wir haben ja auch ein Nummernschild hier. Die Nummer des Eselkarrens, ne? Verstehst du? So. Das funktioniert. Ja. Einmal klicken soll wohl reichen. Ja, nicht auf Rincewind. Das funktioniert. Hey, Rechtsklick, so. Sore Ass. Das funktioniert. Wunder hintern. Nein, jetzt wissen wir es zumindest. Wofür wir das später noch brauchen, bleibt geheim. Es ist wirklich mal schwierig, hier rauszukommen aus der Nummer. So, wohin geht's denn jetzt?